Ist das Werkschaffen wichtiger als Kontemplation? Meister Eckhart, er lebte von 1260 bis 1328, beantwortet diese Frage mit Ja, Werkschaffen ist wichtiger als Kontemplation, wichtiger als Meditation, wichtiger als Gebet. Ein erstaunlicher Standpunkt, wenn man bedenkt, dass ein Theologe des 13. Jahrhunderts das Gebet, die Kontemplation unterordnet, unter das sogenannte tätige Leben, das Werkschaffen. Wir müssen wissen, dass es seinerzeit, Spätmittelalter, zur Zeit der sogenannten Scholastik, eine große Gelehrtenfrage gab. Die Gelehrtenfrage lautete, was ist wichtiger, Vita activa oder Vita contemplativa? Vita activa bedeutet das tätige Leben, das Werkschaffen, unser Alltag mit all seinen Aufgaben, auch unser Beruf, unsere Gewerke, handwerkliche, soziale, wissenschaftliche. Auf der anderen Seite, die Vita contemplativa bedeutet das beschauliche Leben, das betrachtende Leben im Sinne von die Kontemplation, das Gebet, die Meditation, so würden wir heute sagen. Was ist also wichtiger, Vita activa, tätiges Leben, Werke schaffen, oder Vita contemplativa, Betrachtung, Beschaulichkeit, Meditation? Man könnte meinen, dass es eine Antworttendenz gibt, nicht nur unter Klerikern des 13. Jahrhunderts, die das beschauliche Leben, die Vita contemplativa, die Meditation, das Gebet höher stellen. Meister Eckhart sagt ganz klar, nein, das werkschaffende Leben, die Vita activa, ist wichtiger. Warum? Die Erklärung ist sehr interessant. Er kommt in einem bestimmten Teil seiner deutschen Predigten auf die Argumentation, in der sogenannten Maria-Martha-Predigt, weshalb das Werkeschaffen, die Produktivität, modern ausgedrückt, wichtiger ist als Kontemplation, Vision, Gebet, ja auch Mystik im Sinne von Zurückgezogenheit. Meister Eckhart wählt die beiden Figuren Maria und Martha aus der Bibel als Personifikationen für die Vita activa bzw. die Vita contemplativa. Maria, die betet, die in Beschaulichkeit, in Versenkung, in einem mystischen Kontext ihr Leben gestalten möchte, ist die Verkörperung der Vita contemplativa. Martha, die werktätig ist, die sehr viel leistet, die viel arbeitet, die Werke schafft, die den Alltag gestaltet, die immer sehr rührig ist, sie ist die Verkörperung der Vita activa. Die Klerikerfrage nicht nur seinerzeit lautete, was ist wichtiger, Vita activa, verkörpert in der Figur, der Personifikation der Martha, oder Vita contemplativa, verkörpert in der Figur der Personifikation der Maria. Und Meister Eckhart sagt hier, ich weiß, dass sehr viele Denker die Figur der Maria als Verkörperung der Vita contemplativa höher gewichtet haben, dass sie gesagt haben, es ist sehr viel wichtiger, erhabener, wertvoller für den Menschen, zu kontemplieren, zu beten, zu meditieren, als Werke zu schaffen, den Alltag zu gestalten. Aber, sagt Meister Eckhart, ich nehme in dieser Diskussion einen anderen Standpunkt ein. Ich bin der Auffassung, es ist sehr viel wichtiger, Werke zu schaffen, als zu schauen, zu kontemplieren, zu beten. Warum? Die Argumentation ist sehr interessant. Meister Eckhart sagt hier, der Mensch, der Werke schafft, personifiziert die Martha in dieser biblischen Allegorie. Der Mensch, der sich seinem Alltag widmet, der sich unvermittelt all seinen Aufgaben und Herausforderungen stellt, der auch etwas bewirkt in Kunst, in Wissenschaft, im sozialen Leben. Dieser Mensch teilt etwas von sich mit. Indem er etwas mitteilt von sich selbst, von seiner eigenen Essenz,
wirkt er nicht nur ein gutes Werk, das auf der sozialen Ebene für andere teilbar einen Mehrwert darstellt, sondern, und das ist die philosophische Argumentation, indem der Mensch etwas von sich mitteilt, wirkt er schöpferisch. Kontemplation, Gebet, Meditation sei nicht schöpferisch, sagt Eckhart. Das Werke schaffen, das Produzieren sei schöpferisch. Hier liegt die schöpferische Tätigkeit des Menschen. Und in der schöpferischen Tätigkeit ist der Mensch seinem Ursprung ähnlich. Indem er also Werke wirkt, indem er sich, umgangssprachlich gesagt, auch nicht zu schade ist, die Ärmel hochzukrempeln und den Alltag zu meistern, anzupacken, indem er das tut und sich mitteilt für die Gemeinschaft, für Familie und Gesellschaft, für den Nächsten, für ein Werk in der Forschung, in der Kunst, dadurch ist der Mensch schöpferisch und als schöpferischer Mensch ist er seinem Ursprung ähnlich. Denn für Eckhart ist der Ursprung des Seins die schöpferische Quelle, die sich entäußert. Das ist ein neuplatonischer Gedanke, der Neuplatoniker Plotin, nicht zu verwechseln mit Platon, hatte die Auffassung, dass das eine Sein, das höchste Sein, sich entäußert in das Seiende, in verschiedenen Stufenfolgen. Und ähnlich argumentiert Meister Eckhart auch, indem er sagt, das eine Sein, man kann es Gott nennen in theologischer Diktion, man kann auch als Philosoph einfach sagen, das Sein an sich, der Seinsgrund. Das eine Sein entäußert sich in das Seiende, die Menschen, die Tiere, die Pflanzen, die verschiedenen Entitäten. Und dieser schöpferische Vorgang wird vom Menschen, wenn er selbst kreativ ist, gleichsam repliziert. Der Mensch sei seinem schöpferischen Ursprung ähnlich, indem er selbst schöpferisch ist, Werke wirkt, im aktiven Leben in der Vita Activa steht. Das ist Meister Eckharts Argumentation. Das aktive Leben, die Vita Activa, das Werkschaffen, die Produktion, ist eine Identifikation des schaffenden Menschen mit dem schaffenden Grund. Und deshalb sagt er, sei das werktätige Leben die bessere Verwirklichung und sogar noch wichtiger als die Kontemplation als solche.